Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Ramdos, der Let's Play Opa, und heiße euch willkommen zu einer weiteren, sehr heiteren Runde Foundation. Die letzte war ja sehr speziell. Ich hoffe, das geht nicht ganz so speziell weiter. Ja, sorry, aber das hat mich doch ein bisschen genervt. Und zum Glück war dann die Auflösung des Ganzen etwas positiver, als die Geschichte mir erst so erschienen ist. Man konnte ja dann ich hätte ja dann feststellen können bei dem Kloster, dass es schließlich und letztlich nur an den Kreuzen hing, dass die wohl dringend Gold bräuchten für den Bau, und die ließen sich dann aber entfernen, und somit war dann wieder alles gut. So, zur Entspannung erstmal so eine kleine Marktszene hier. Ein bisschen Marktluft schnuppern. Ah ja. Ja, er ruft da auch schon, hier tolle Ware, tolle Kleidung, seht mich an, ich bin auch toll gekleidet. Hier das große Vorbild. Da werden jetzt gleich Lebensmittel angepriesen. Und damit die Leute kaufen, die müssen kaufen, weil ich habe hier ganz, 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 ganz wenig Geld. Und aus Gründen. Wir wissen wohl warum, guckt euch die letzte Folge an. Und ja. Ich hoffe, das wird sich aber bessern. Ich hatte dann erfreulicherweise festgestellt, dass wir bei der Brotproduktion ganz gut aufgeholt haben. Noch käsemäßig, ja, sieht auch nicht schlecht aus. Könnte besser sein. Brot war letztens so über 700. Knickt jetzt natürlich wieder ein. Die nächste Regenzeit steht bevor. Da reift gerade das Korn. Steht mehr oder weniger wohl kurz davor, geerntet, gemäht zu werden. Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir, bevor das mit dem Regen so richtig losgeht, nochmal so eine volle Ladung bekommen, um entsprechend Brotreserven zu haben. Theoretisch müsste ich dann auch eventuell, ja, ich muss mal gucken, muss ich Sachen wieder einkaufen? Oder haben wir genügend Dinge selber? Ah, hier sind schon zwei dabei. Das funktioniert soweit auch ganz gut. Habe ich noch eine andere Stelle, wo ich einen zweiten Sammler an so einem Busch platzieren könnte? Nee, der ist auch schon... Nee, Moment, hier könnte ich noch... Oh, jo, da geht aber noch einiges. Dadurch, dass das zwei sind. Ich muss ja die Leute irgendwie satt kriegen. Und dann nehme ich doch erstmal das mit, was ich mitnehmen kann. Sammelhütten müssen dran. Könnte jetzt hier so ein bisschen Platz gebrauchen. Es ist egal. Ich mache erstmal hier eine. Und die andere kommt dann eben später. Kriege ich dann noch gewuppt? Jo, da geht noch mit Schwenken und so. So, erstmal die eine hier für den Bereich. Oder ist ja egal, wo die letzten Endes sammeln. Nur hier, könnte ich theoretisch natürlich noch eine dahin quetschen. Muss ich mal gucken, vielleicht mache ich das auch. Sieht dann vielleicht so schön aus. Jetzt deswegen da extra Land zu kaufen, das bringt das auch nicht, zumal, ne, meine Geldmittel nicht so üppig sind. Ich bin froh, dass da gerade was Positives reinkommt. Und das will ich jetzt erstmal beibehalten. Das heißt, wir können da munter erstmal Beeren ernten. Und so weiter und so fort. Wie weit sind die hier? Ja, klar, Werkzeug und so. Kein Thema. Das hängt jetzt hier halt mit dem Teil zusammen. Wie viel hat der? 37 von 173, die er braucht. Steinblöcke könnte ich kaufen. Fehlen noch. Stein auch. Fehlt eigentlich alles. In unterschiedlicher Form halt. Das Einzige, was wir komplett haben, ist Glas. Verstehe ich gar nicht. Warum habe ich denn so viel Glas? Komme ich nicht mit klar. So, okay. Nicht schon wieder anfangen. Wieso fehlt denn hier mehr? Was? Habe ich denn noch nicht? Oh, wie sieht denn das? Das geht aber nicht. So, diese. Gut, dass ich das noch gesehen habe.
Irgendwann mal jemanden hier, ne, und so, und da tut sich ja noch gar nichts. Da muss ganz dringend Käse hin. Ich hoffe, der ist komplett. Jo. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. So. Das andere lübt soweit. Oh, wir haben sogar eine. Das ist cool. Ich habe Reserve in Weizen. Das ist cool. Da macht sich jetzt die Mehrproduktion, ja, im Vergleich zu den Verbraucherbereich, macht sich so ein bisschen bemerkbar. Jetzt sind zwar, das ist nicht viel, aber der Mensch freut sich. Das ist cool. Das ist sehr schön. Da will ich hin. Jede Menge, weil, ja, also die Leute, das, also zum einen die Leute natürlich, ne, genügend zu essen haben, gar keine Frage. Okay. Gar keine Frage. Aber dass dann halt auch ein bisschen mehr Weizen produziert wird, als vielleicht letzten Endes, ne, ihr versteht, gebraucht wird. So, wie sieht es hier aus mit den Haushaltswaren? Die werden produziert, das heißt, ich kann die verkaufen. Ich kann die verkaufen, bedeutet. Mach das mal probehalber hier. Weil dann habe ich das alles in der Nähe. Marktstand. Quatsch. Sitzbank, auch Quatsch. Konzentrier dich. So, Warengedehne Gedinge und so gegenüber oder hier so. Ist, glaube ich, egal. Ich setze den erstmal hier so hin. Moment. Lass mal wieder gucken mit den Augen und so. Das hat alles so von der Entfernung und so Ausrichtung alles okay. Ja, sieht doch ganz gut aus. Dann Lebensmittel. Oh, Schild bewahren. So, setze ich da mal so hin. Und natürlich ein blaues Zelt, muss sein. So, hallo, alles klar. Gut, dann würde ich noch sagen, vielleicht so eine Bank zum Sitzen. Hier so lockerflockig. So, das soll erstmal genug sein. Bauen. Dann würde ich da nämlich dann auch die entsprechenden Sachen anbieten, dass sie da gekauft werden können und wir die Möglichkeit haben, noch mehr Geld einzunehmen. Und dann muss ich halt gucken, wie viel wird da produziert. Wahrscheinlich nicht ganz so viel. Egal, da müssen wir irgendwie mit durchkommen. Aber jedes Produkt, was ich irgendwie, ne, umsetzen kann in Geld, ist dann jetzt endlich hierfür gut und so weiter und so fort. Ihr kennt das. So, das ist schön. Da wird gerade geerntet. Das heißt, wir kriegen also noch eine komplette Ernte rein, ohne diese Geschichte hier von wegen Regen und dann nur noch 50%. Das ist erfreulich. Was ist hier los? Ich mach da mal eine Prio rein. Das ist wichtiger als das Kloster da. Das braucht sowieso noch ein bisschen. Wenn die das produzieren würden, würden die bis zu 50 Einheiten da, ne, Kräuter und so produzieren. Wir kennen das, das wird nie erreicht. Das ist immer das Maximum, was erreicht werden kann. Dadurch, dass ich dann das Ganze natürlich damit gebaut. Achso, ja, hallo, das ist gut. Die sind schon mal fertig. Sammler, so, her, ran und so weiter und so fort. Markiert sind die ja. Also sollten die sein, wenn nicht, habe ich dann ein Problem. So, kriege ich da. Moment, geht aber noch eine hin, ne? Drei weitere Bewohner. Das ist auch nicht verkehrt. Da tut sich so ein bisschen was, das ist schön. Sammelgüte. Die wäre da so ein bisschen am Rand des Geschehens. Na komm, jetzt schon mal die einfach dazu. Ja.
dann haben wir da auch das, was maximal möglich ist. Hier noch nicht. Hier noch nicht. Habe ich eigentlich noch genügend Leute? Ich glaube, ja. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber ich schreie so laut. Einfach, ja doch, das reicht auf jeden Fall. Da geht noch was. Okay. Noch eine Sammelhütte. Komm. Wo setze ich die jetzt mal hin? Hallo? Red ich bitte? Die setze ich dann da so. So genau. Direkt daneben. Wie ich das bei der anderen auch gemacht habe. Sehr schön. Dann haben wir dann da auch das, was maximal möglich ist, möglich gemacht. Und mehr Bären gehen dann nicht mehr. So. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Was ist hier mit unserem, was ist hier mit unserem Vogt? Macht er schon was? Hat er da schon was gefunden? Ich werde hier von einem Flieger angegriffen. Hilfe! So eine ganz kleine. Also egal, wo der jetzt gerade ist, hier ist er nicht. Hat er den Weg nicht gefunden? Ist ihm da zu weit? Mit anderen Dingen beschäftigt? Wahrscheinlich wird es das sein. Kriege ich den gepackt? Den guten Vogt? Birufi. Oh, wo bist du? Hier wird dann unter, wahrscheinlich ganz unten sein. Vermute ich mal, weil V und so. Vogt. Weber. Oh, da ist er. Oh, der ist vollkommen stinkig. Dem fehlt dann an Wasser und Nahrung und hast du nicht gesehen. Der gute Mann ist stinkig. Dorfbewohner folgen muss der überhaupt. Irgendwo hier. Angeblich. Man hat ihn nur nicht gesehen. Moment. Ich mach's nochmal. Träger. Weber, froh. Er soll hier irgendwo was denn machen. Er soll ja hier hämmern. Ich sehe den nur nicht. Hey, wo steckt der fest? Sollte er hier nicht irgendwie sichtbar sein mit dem, was er tut? Der Berg hat ihn verschluckt, deswegen kriegt er jetzt nichts mehr und so. Diese Fliege ist nervig. Wieso die sich auch immer so dann in Augen- und Mundhöhe so in diesem Bereich dann sind wir so ständig aufhalten müssen, ist mir ein Rätsel. Relativ sehr, sehr nervig. Ich mache mal Folgendes. Ja, geht doch weg. Ich mach mal Folgendes. Mann! Ich setze hier einfach mal so ein... Einfach mal so einen Brunnen dahin. Egal. Das wird wahrscheinlich Jahre dauern, bis der fertig ist. Das ist mir auch egal. Mir ist jetzt alles... So, meine Güte, die Zeit jagt. Manchmal muss man Dinge auch einfach mal ausprobieren. Wie sieht es jetzt hier mit dem Teil hier aus? Da wird sich da so ein bisschen mehr... Naja, immerhin Werkzeuge werden gebracht. Aber die können natürlich auch nur das anschleppen oder dahin schleppen, letzten Endes an Materialien da sind. Und ich will das jetzt hier nicht komplett pausieren, das macht ja auch keinen Sinn hier. Insofern wird einfach nur das andere priorisiert. Diese kleinen Schnittfliegen, die kriegt man auch nicht. Ich
So, geldmäßig bin ich schon wieder im Minus. Was nicht schön ist. Über 800 Bären, das ist gut. Achso, ja, genau. Wie sieht es damit aus? Gut sichtbar, was? Seid ihr fertig? Was? Die letzten Hämmerschläge haben wir gerade mitbekommen. So, damit kann jetzt hier auch eifrig gesammelt werden. Und was ist hier mit? Da wird noch eifrig gebaut, aber das Material schon mal komplett. Gut. Gut, gut, gut. Gut, gut. Eifriges Gewusel. Apropos eifriges Gewusel. Ich habe schon einer mitbekommen, dass man hier einen Brunnen bauen soll. Glaub nicht. Die sind wahrscheinlich jetzt am Rätseln. Aber wo soll das sein? Keine Ahnung. Ich sehe hier nur grün. Offensichtlich Bäume. Da soll irgendwo ein Brunnen hin. Ich glaube, der Oberste hier, der hat irgendwie mit dem Kopf. So. Ja, der arme Vogt. Weit abgeschlagen. Himmert er irgendwo rum. Schlechtes Wetter. Jetzt ist es soweit. Da geht wieder los mit dem Regen. Regen, Werbe, Regen. Und damit ist die Produktion der Nahrungsmittel direkt wieder im Keller. Also nicht alle, aber ne, die so heiß begehrt sind. Okay. Sammelhütte ist fertig. Das ist gut. Noch zum richtigen Zeitpunkt. Schnell noch hier ein paar Leute zum Sammeln einstellen. Das Teil ist noch nicht ganz fertig. Okay. Mache ich minus 17. Was Geld anbelangt. Was ist denn los? Zufriedenheit hoch, Beschäftigung durchschnittlich, Wohnfläche hoch. Okay, eingehend 3 Tage. Zufriedenheit, ja wohl jetzt im Augenblick natürlich, ne, also geht Wasser minus 3. Nahrung minus 3, ja gut, das ist klar. Ja, wieso denn Wasser so wenig? Das ist man das, was ich nicht verstehe. Und da kann jetzt nicht nur der Frucht sein. Warte mal. Hier tummeln sich 10.000 Leute. Oder das ist ein Brunnen. Da ist nur keiner dran. An dem Brunnen. Da ist noch... Oh, Brunnen habe ich hier also jede Menge. Also das wird auf jeden Fall reich. 2 Brunnen. Das sollte mehr als genug sein. Ich meine, gut, kann natürlich, weil hier gerade auch so viel, ne, ihr seht, das Verkehr ist da nicht gerade wenig. Das ist, wenn ich verdammt fliege in meinem Nahbereich. Ich muss gleich erstmal jagen gehen, das geht so nicht. Ich setz mal, mach das hin. Auch einer, weil er würde, ja, da ist ja schon einer, also jetzt hier noch einen hinzusetzen, macht nämlich nicht den großen Sinn. Da ist ein Brunnen, da habe ich auch einen Brunnen. Warte mal, da sind sogar schon 2. Könnte eventuell hier noch einen hinsetzen, wenn man ja auch. So. Egal. So, geldmäßig, ja, könnte besser aussehen.
könnte tatsächlich besser aussehen. Letzten Monat minus 365. Jetzt im Augenblick machen wir noch plus, aber sehr, 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 sehr wenig. Liegt natürlich mit am Wetter, ne? Das ist ganz klar. Durch die verringerte Produktion von Nahrung wird natürlich weniger letzten Endes dann auch verkauft werden. Jetzt im Augenblick geht's noch. Aber irgendwann reißt es halt ein. Und die übrigen Kosten frisst einen auf. So, das frisst mir die Zeit wieder auf. 20 Minuten schon wieder rum, meine Güte. Ja. Ja gut, wir haben jetzt so in den letzten zwei Folgen nicht allzu viel gemacht. In der ersten Folge habe ich hauptsächlich gemeckert. Es gibt jetzt aber auch nicht mehr allzu viel. Was heißt nicht mehr allzu viel zu tun? Ist eigentlich gelogen, aber nicht so viel zu tun, was man innerhalb so einer 20-minütigen Folge machen kann, weil ihr seht es ja selber, Dinge brauchen ihre Zeit. Ne? Hier, der braucht natürlich, der muss warten, bis er seine Sachen hat. Würdet ihr jetzt nicht sehen, ich habe die Milchproduktion da gemeint. Das Kloster braucht sowieso noch 10.000 Jahre, bis es fertig ist. Aus gleichen Gründen, ne? Weil da zum Teil halt die entsprechenden Ressourcen fehlen. Altes Lied. So, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, in der Hoffnung, dass wir die Regenzeit gut überstehen und ich die Fliege bis dahin los bin. Und ich wünsche euch wie immer alles Gute und genießt die Zeit.